Als ihr Hauptgeschäftsführer den neuen Armutsbericht vorstellte, erging es ihm auf einmal fast so, wie es ansonsten dem griechischen Finanzminister Yanis Varoufakis ergeht. Und auf den Paritätischen Wohlfahrtsverband wurde gezeigt, als handle es sich um den deutschen Ableger von Syriza. Ihr Geschäftsführer wurde zu einem Trickser erklärt, zu einem Armuts- und Etikettenschwindler, zu einem, der, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb, den Armutsbegriff so inflationär benutzt, dass es den wirklich Armen schade. Im Morgeninterview von Deutschland Radio Kultur kritisierte ein Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik das Fazit des Armutsberichts als reinen Unfug. Dieses Fazit hatte bekanntlich darin bestanden, dass der Armutsbericht einen Anstieg der Armutsquote auf 15,5% gemeldet und wie folgt kommentiert hatte: Noch nie war die Armut in Deutschland so hoch und noch nie war die soziale Zerrissenheit so tief wie heute. Das war eine Feststellung, die offenbar empörend war. Die Kritik wurde schnell massiver und auch simpler und mündete in den Vorwurf, dass nach den Berechnungsmethoden der Parität es sich mit der Armut in Deutschland so verhalte. Rein statistisch wird der Multimillionär in einem Land der Milliardäre zum Sozialfall. Soll heißen, wenn alle Menschen in Deutschland auf einen Schlag 100-mal so viel verdienen wie bisher, würde der Armutsbericht der Parität trotzdem bei einem Anteil von 15,5% Arme bleiben. Prima vista war das ein Argument von frappierender, verblüffender Einfachheit, aufs zweite Nachdenken von eklatanter Blödigkeit. Weil ein solcher Einkommenszuwachs natürlich mitnichten automatisch ein Wohlstandszuwachs wäre. Gleichwohl, Deutschland rechnet sich arm, resümierte die Neue Zürcher Zeitung. Und in der Zeit war schließlich ein einschlägiger Artikel mit Armutsschwindel überschrieben, auf den ihr Geschäftsführer mit zwei sehr offenen Briefen antwortete. In dem Streit widerspiegelt sich, so fürchte ich, ein Überdruss an Armutsberichten. Es ist ein Überdruss, der damit zu tun hat, dass der Begriff Armut für soziale Zustände in Deutschland überhaupt benutzt wird. Nicht wenige halten das nämlich mittlerweile für unangebracht, solange niemand verhungert. Womöglich ist es auch so, dass der Armutsbericht eine gefährliche Sache ist für die herrschende Politik. Der Armutsbericht stellt nämlich die Glaubwürdigkeit der vielen Erfolgsmeldungen in Frage. Schwarze Null, geringe Arbeitslosigkeit, hohes Steueraufkommen, alles so gut wie nie. Das bedeutet, es wird einen Kampf um die Glaubwürdigkeit geben. Er wird ausgetragen, dieser Kampf zwischen denen, die die Armut in Deutschland für aufgeblasen, für ein bloßes, irreales, aufgeblasenes Schreckensszenario halten und denen, die dieses Szenario aus der beklemmenden Realität ihrer täglichen Arbeit kennen. Es wird einen Kampf